Die Neos haben am Dienstag das pinke Wahlprogramm für die Nationalratswahl präsentiert. Darin konzentrieren sie sich auf die Themen Pensionen und Bildung. Daneben nimmt die Sanierung des Budgets eine wichtige Stelle ein. Steuern senken, Flügel heben, Postenschacher stoppen, das ist das Motto für uns für die nächsten 5 Jahre. Und damit wollen wir vor allem eines: Zuversicht schaffen. Zuversicht in dieses Österreich schaffen, Zuversicht, dass die Politik die Probleme, die da sind, auch in die Hand nimmt und angeht. Bei den Pensionen schlagen die Neos ein neues Modell vor. Das Antrittsalter soll flexibler und selbst gewählt werden können, betonte Hoyos. Das Wahlziel der Neos ist klar definiert. Wir haben das immer sehr klar definiert mit der Zahl 500.000 Stimmen. Ich persönlich bin der Meinung, es geht nicht alleine um wie viele Stimmen wir haben, sondern es geht darum, dass wir ein klares Bekenntnis von den Österreicherinnen und Österreichern dazu haben, dass es Reformen in diesem Land geben muss. Dass es einen Schritt braucht, der raus aus diesem Stillstand, aus diesem Weiterwerken bisher, aus diesem der Bevölkerung Sand in die Augen streuen ist. Und dementsprechend geht es darum, ein starkes Bekenntnis für Reformen zu haben, und das gibt es nur mit uns.